Löwen sind die schlimmsten und überraschendsten Partygäste. Yeah, Partylöwen. Ab geht's. Party hart. Mit Löwen. Wie war das nochmal? Das erinnert mich jetzt gerade an dieses amerikanische Gesetz. In irgendeinem Bundesstaat ist es verboten, einen Löwen mit ins Kino zu nehmen. Ja, ich meine, so ein Gesetz entsteht eigentlich, wenn jemand das macht. Da fängt das Kopfkino ziemlich lustig, was denn das Wort ist, das Kopfkino, ziemlich lustig an, so. Sitzt da jemand wirklich mit seinem Löwen nebendran im Kino? Wie schaut das aus? Aber okay. Och Mann, das ist gemein, wegen der einen letzten Mission eine neue Aufnahme dann anzufangen. Wisst ihr was? Die Aufnahme ist jetzt eh schon so lang, das bisschen können wir noch ranhängen. Machen wir die letzte Mission auch noch. Die Hörner von Hattin. Auf geht's. Nachdem die Kreuzritter ihre Armee törichterweise in die Wüste verlegt haben, sind sie endlich angreifbar. Vernichtet die Kreuzritter in ihrer behelfsmäßigen Verteidigungsanlage in den Bergen. Fast wie ich vermutet hatte. Ich habe mir schon irgendwie gedacht. Das ist doch bestimmt auch eine Angriffsmission. Darauf habe ich ein bisschen spekuliert, weil nochmal so eine Aufbaumission wäre dann wirklich hart mit der Zeit. Setzt die Bogenschützen auf dem naheliegenden Turm schnell außer Gefecht, damit ihr eure Wirtschaft aufbauen könnt. Wir haben anscheinend doch eine eigene Basis. Okay. Kriegshunde gegen... Kriegshunde greifen Kreuzritter an, wenn sie zur rechten Zeit von Meuchelmördern losgelassen werden. Konzentriert euch auf euren Angriff, anstatt eine große Burg zu errichten. Die Burg der Kreuzritter ist gut geschützt. Schaltet so viele Bogenschützen wie möglich aus, bevor ihr den Burgkern ins Visier nehmt. Alles klar. Was erwartet uns hier? Hoheit, wir haben die Kreuzritter eingeschlossen und in Hattin können wir für zukünftige Generationen Geschichte schreiben. Und wir haben natürlich wieder irgend so eine Gammelburg. Wunderbar. Holz, mehr Holz. Euren Kornspeicher sein. Ja komm, dann machen wir das wirklich so. Direkt nebeneinander ist jetzt auch blöd, aber okay. Wir machen Saladin jetzt erstmal. Saladin hat euch das Kommando seiner Vorhut überlassen, Exzellenz. In der Gegend werden wir kaum die Möglichkeit besitzen, neue Krieger zu rekrutieren. Darum müssen wir uns vor allem auf die Verstärkung verlassen, die Saladin uns für den Angriff auf den Bergkamm schicken wird. Ja, ist okay. Ich möchte jetzt erstmal gucken. Ich habe zwar gesagt, das lieber Angriff konzentrieren, als eine starke Wirtschaft aufzubauen. Aber ich möchte deswegen gucken, dass das Holz stimmt. Das Holz muss stimmen. Das Holz muss fließen. Ja, und das war's schon, was jetzt Gold angeht. Okay, zack, zack. Da sind meine Truppen. Unglaublich, was wir da haben. Werden wir abgeschossen? Ihr miesen kleinen Penner. Das gibt's ja wohl nicht. Wir werden angegriffen. Ihr habt wohl zu viel geraucht. Nix da. Ich will, dass die Holzfäller besetzt sind. Das kann da nicht platziert werden, my lord. Gleich zurückgeschossen. Hurra! Zack. Verstärkung ist eingetroffen. Und der nächste auch noch. Ich möchte nur die beiden da oben weg haben. Dann bin ich erstmal glücklich. Zack. Und weg. Nein, nicht zack. Zack. Okay, wir haben einen Katapult. Könnt ihr mal aufhören? Das ist echt krass, was für Höhenvorteile es hier gibt. Höhenvorteile. Wie weit können wir denn unsere Türme bauen? Wir können bis dahin bauen. Ganz nett. Warum können wir eigentlich europäische Türme bauen? Hört auf mit dem Scheiß. Jetzt reicht's, dann machen wir alle tot. Na gut, von dort links kommen ist eigentlich auch gar nicht mal so ineffizient. Und da können wir dann eigentlich echt ruckzuck aufräumen. Also ich denke mal, das wird ganz gut möglich sein. Es ist einfacher anzugreifen als die Burg letztes Mal. Jäger können von mir aus draufbleiben, die schießen nicht. Die haben auch eine kürzere Reichweite, habe ich bemerkt. Wurde zwar öfters mal bestritten, aber ich habe es ja schon selbst gesehen. Die schießen später als andere Einheiten. Dürften etwa eine ähnliche Reichweite wie die Armbrustschützen haben. Ganz leicht weniger. Nichts braucht das. Ja gut, die wurden jetzt mal abgeballert. Wie schaut's hier aus? Unsere Lebensmittelvorräte gehen zur Neige, mein Herr. Machen wir noch ein bisschen was hiervon. So. Yay, Holz kommt.
Ich möchte zumindest jetzt erstmal eine Mühle haben. Soll losgehen. Machen wir die mal da, oder? Machen wir die so. Hurra! Verstärkungen sind in der Burg angekommen, Sire. Ich glaube, wegen der Holzfällehütte passen die nicht so richtig. Mache ich mal so. Nochmal Verstärkungen. Derwische. Zwei Stück. Unglaublich. Am besten noch mit einem riesen Armeeschrittgeräusch. My Lord? Gut, hier können wir natürlich den Spaß machen mit den Kriegsfunden, was uns gesagt wurde. Aber ich bin irgendwie versucht, von rechts zu kommen. Auf ihren Türmchen hin und sagen, jetzt gibt's einfach einen Bogenschützenkrieg. Dann können wir hier aufschießen. Dann können wir hier hochgehen. Das funktioniert, dann können wir auch mal unsere Sklaven ausprobieren, oder? Das wollte ich mal machen. Dann schießen wir dann hier auf, gehen mit Sklaven durch, mit Sklaventreibern, säubern die ganzen Mauern. Und dann gehen wir mit Fernkämpfern hoch und machen den Rest. Ich würde sagen, der Plan ist gut. Er muss gut sein, er kommt von mir. Punkt. Keine Diskussion. So, jetzt brauchen wir dann schnell Bäckereien. Wir warten schon zu lange auf Nahrung. Sehr lange hält es nämlich nicht mehr. Dann machen wir so, ja, das passt eigentlich gut so hier in dem Bereich. Na, sehr schön. Wir haben jetzt erstmal genug Getreide, da brauchen wir nicht mehr farmen. Ist ja gut. Weniger Bier, mein Freund, dann verstehe ich auch, was du sagst. Immer diese Betrunkenen. Es sind gar keine Araber, die sind alle einfach nur stutzbesoffen. Die versteht man einfach nicht. Oh Mann. Guckt, wie viele Holzfäller wir haben. Warum dauert das so lange? Ah, jetzt kommt's. Jetzt hätte ich gerne ein bisschen mehr Bäckereien. Da noch eine. Mal ein bisschen Platz lassen, dass die Stadt da vorbeikommt. Da wissen sie eigentlich gar nicht. Hurra! Verstärkung ist eingetroffen. Und da dann auch. Dann möchte ich nämlich noch Kerzen machen. In der nächsten Reihe. Ich möchte jetzt doch schon eine ziemlich große Industrie haben, dass wir schnell genug Gold bekommen, um da unseren Angriff richtig zu machen. Und ich will schon so machen, wie ich es geplant habe. Ich setze dann einen Turm hin, lasse die Leute ballern, mache hier auf und dann, mein Freund, hast du ein Problemchen. Was war überhaupt die Verstärkung? Ein paar Meuchelmörder mehr. Ja gut, mit denen können wir auch viel Spaß haben. Mit denen können wir eigentlich mal da hochgehen. Und die einfach mal aufräumen. Die können zumindest hierher, da hoch, rein und vielleicht auch mal die Güter holen. Plan wäre es ja. Ansonsten brauche ich den nämlich gar nicht für meinen Plan, die Meuchelmörder. 3, 4, 5, 6, 7. Unsere Getreidevorräte wachsen an, Sire. Das passt noch. Ja, gut. Getreide, wie schaut's da aus? Na, es geht langsam runter, das ist klar. Ich möchte jetzt nicht unbedingt... Wenn, dann brauchen wir eher eine Mühle nochmal. Bei Zeiten. Wir haben eher Probleme mit dem Mehl. 17 Leute ist auch erstmal genug. Irgendwie stagniert mir das gerade zu sehr. Das hat wieder mit dem Gold zu tun, verdammt. Aber jetzt können wir langsam, glaube ich, mal wirklich die Rationen erhöhen, oder? Jetzt geht's voran. Sehr schön. Machen wir mal so. So. Dann machen wir noch eine Mühle. Zu der Mühle dann. Noch eine weitere Getreidefarm. Wir haben ja so ein bisschen die Formel aufgestellt. Pro Getreidefarm eine Mühle. So. Faustformel. Per Augenmaß. Irgendwie ist es gerade verdammt ruhig. Erstmal mit ein bisschen Musik. Dann eben nicht. Vereiern nur ein Angebot. So. Zack. Und hier noch eine. Zack. Das wird hinhauen. So in etwa. Ich hoff's. Dann machen wir schnell noch die Kerzengießereien. Und dann noch die Kirche. Ich möchte, dass das jetzt gut funktioniert. Eigentlich können wir jetzt ernsthaft noch ein bisschen hochgehen. Verstärkung haben noch positiv Beliebtheit.
Aber wir bekommen aber langsam ganz nett Truppen zusammen. Ich weiß gar nicht, ob der uns angreift. Darauf bin ich nämlich gar nicht vorbereitet. Ich gehe einfach mal auf Annahme. Nein. Die Kreuzritter machen sich auf, unser Lager anzugreifen. Verteidigt es. Ach, ihr seid doch solche Penner. Das ist doch so gemein. Warum? Warum bin ich es gerade erwähnen? Wo? Von wo? Ich sehe nichts. Da. Okay, Bauern und Bogenschützen. Ist da ein Dober Quasicum? Kommen wir doch mit ihrem bekannten Doppel-B. Das gefürchtete Doppel-B. Oh Mann, wir brauchen noch so viel. Aber wir machen zumindest erstmal die Kirche. Die machen wir mal da unten hin. Passt schon. Und die ersten Kerzen natürlich. Zack und zack und zack. Wir werden angegriffen. Und wir haben sogar ein paar Katzen da. Da können wir mal ein bisschen hoch machen und zack. Oh, jetzt viel steuern. Die Derwische. Die haben ja auch einen Uncharge. Uncharge. Wow, 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 wow. Weg. Hurra! Verstärkung ist eingetroffen. Zack, weggewirbelt. Die sind schon irgendwie gut. Genau. Du hast bestimmt irgendwo eine Axt, aber tret ihn. Mitten in die Eier. So mach so, so fällt der wahrscheinlich auch Holz. Einfach gegentreten. Bam! Baum wird schon fallen. Irgendwie fällt mir jetzt gerade diese Szene mit Chuck Norris ein. Die ich mal gesehen habe. Versucht einer so mit einer Kettensäge den Baum zu fällen. Ah, Chuck Norris. Nein. Komm da hin und hält einfach die Kettensäge fest. Also wirklich am Sägeblatt halt. Dass die aufhört, sich zu drehen. Oh Mann, das ist dämlich. Schau dir nur böse an. Hammer. Aber okay. Nee, keine Bäckereien. Kerzen. Tag. Mehr Kerzen. Produktion muss steigen. Geht's hiermit voran? Knapp, aber es funktioniert. Wir kriegen gut Gold. Dann können wir jetzt eigentlich schon mal anfangen, jetzt endlich mal unser Ausbildungslager zu bauen. Bauen wir das sogar hierher. Ich bin der Farmkönig, seht ihr das? Rekruten werden benötigt, Sire. Seine Rumpel kann nicht mehr sein. Ich würde dann gerne platzieren. Können wir auch... Ah, oh, das wäre cool gewesen, wenn wir Mangen bauen könnten und so einfach mal reinballern fröhlich. Das wäre zu gemein. Es gibt kaum ein zu gemein. Wenn sie es verdient haben. Es hat aber ganz gut hin mit der Nahrung geschaut. Ja, das steht noch ganz gut. Können wir eigentlich überhaupt höher gehen? Ja, wir könnten sogar noch höher gehen, aber wir lassen es. Gehen wir lieber auf Nummer sicher. Schauen, dass die Kerzenproduktion noch angestachelt wird. Wir brauchen ja zum Glück keine Bienen mehr dafür oder so. Wird es ziemlich fix. Hier noch zwei. Wir brauchen Holz, eure Lordschaft. Und dann brauchen wir jetzt eine neue Bevölkerung, die uns dann wieder mehr Steuern bringt. Schöner Kreis, der sich da schließt. Der gefällt mir. So. Brauchen wir zwar auch wieder mehr Kerzen, aber wenn es so bleibt, wie es jetzt ist, dann passt es. Dann kriegen wir einfach mehr Steuern, weil es mehr Leute werden. Oh ja. Da kommt gut was rein. Jetzt brauchen wir mehr Bogenschützen. Scheiße. Gemein. Schieß mal drauf. Derwische. Wirbeln. Wirbelt in euer Leben. Na gut, bei den Bauern da vorne. Ja, okay. Und hier auch nochmal. Oh oh. Bauern im Haus. Die beschießen die einfach mit Stein. Alles klar. Ähnlich wie Kanonen auf Spatzen. So, jetzt brauchen wir Steine. Ja, jetzt brauchen wir Stein. Und zwar nicht wenig. Vor allem für den Großturm. Das wird lustig. Das Land ist für die Bebauung zu uneben, mein Herr. Ihr Penne. Aber es reicht hier irgendwo. Hier irgendwo hat es ihn gehauen. Ja, da, es geht nur da unten. Schade fast, aber es könnte noch reichen. Für meine tyrannischen Pläne. Nee, Mann, das war hier. Machen wir mal da hin. Jetzt brauche ich noch mal ein paar Steinchen.
So. Wisst ihr, was wir jetzt machen? Wir machen das wie folgt. Wir machen hier einen Aufgang. Dann machen wir eine normale Ringmauer, dass es nicht so viel kostet. Und machen hier ein Torhaus hin. Das noch mehr Stein braucht. Wie lautet der Plan? Gemein. Deshalb können wir das auch noch verbessern. Aber dass die Leute nicht so einfach hier hochkommen. Ist vielleicht auch eine Idee, oder? Nicht im Ernst, oder? Ah, geht noch. Schaut jetzt zwar blöd aus, aber... Im Notfall frisst der Teufel auch Fliegen. Ich hab's selbst gesehen. Ich hab auch selbst schon gegessen, probiert. Eigentlich nicht. Ich glaube, ich will es gar nicht wissen. Hm. Hey, ganz viele von euch. Brauche ich. Will ich. Dieses Bauwerk ist unzugänglich, Sire. Ah, wir können Sklaven und Sklaventreiber. Ich wollte schon sagen, oh nein, geht's etwa nicht. Aber es geht. Gut, wir speichern jetzt mal. Ich glaube, jetzt sind wir relativ gut vorbereitet. Jetzt kommen auch die Steuern gut rein. Wie schaut es mit der Produktion von Kerzen aus? Gespeichertes Spiel überschreiben? Halleluja, da geht ja noch mehr. Da geht noch mehr. Jetzt sind wir so weit. Der Feind greift an. Können wir sogar nochmal? Ja, boah. Ihr wollt also angreifen. Ich erwarte euch, meine Freunde. Ich erwarte euch. Sehnsüchtig. Hier geht jetzt mal alle hoch. Vielleicht funktioniert dieser alte Trick doch noch. Und ich habe bloß nie richtig aufgepasst. So. Jetzt wird zurückgeschossen. Schießt ihr mal. Wollt ihr mich verarschen, dass ihr da nicht hinschießen könnt? Wie gemein ist das denn? Schießt. Ihr Narren. Schießt, ihr Narren. Das reicht wirklich nicht ganz. Wie böse. Aber gut, mit den Katapulten reicht es zumindest, dass wir hier die Mauer aufmachen. Den Rest machen dann unsere Sklaven und Sklaven. Könige, würde ich schon sagen, Sklaven. Typen, die mit der Peitsche. Mit den neuen Schwänzigen. Bauern werden benötigt, Sire. Sklaventreiber, so jetzt hab ich's. Ich wusste doch, dass es irgendwas mit Treiben war. Alter! Irgendwie geht mein Plan gerade in die Hose. Sind in der Burg angekommen, Sire. Können wir dann weiter rüber noch Türme machen? Türme, ich hab mich richtig verstanden. Das kostet aber so viel. Ein kleiner würde vielleicht reichen. Du bist weiter drüben. Alter, wir werden hier niedergemetzelt. Ich glaube, das laden wir nochmal. Das war jetzt nicht so ganz nach Plan. Das war nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Irgendwie ist das gemein mit dem Reichweitenvorteil. Nur weil der Turm da drüben steht. Das ist so gemein.